gegen 20 Uhr sind wir dann an die A gegangen. Die A war relativ hoch, aber nicht so, dass man hätte denken können, dass es schlimmer wird als 2016. Es wurde niemand gewarnt und dann sind wir nochmal ins Haus. Wir haben ein Ferienapartment, haben unsere Gäste informiert, dass das Wasser sehr hoch ist. Das Ferienapartment ist auch ebenerdig und die beiden sind dann aber, haben sich entschlossen, ins Bett zu gehen. Gegen 10:30, viertel vor 11, weiß ich nicht mehr genau, sagte ein Nachbar, am besten ist, wenn wir unsere Fahrzeuge in Sicherheit bringen. Dann sind mein Mann und ich haben unsere Autos weggefahren, wir sind wieder zurück und dann habe ich die Gäste geweckt. Die Frau ist im Haus geblieben und ich habe gesehen, dass Nachbarn von uns, die auch ein Mann ist ertrunken, dass die noch draußen standen und die Tochter noch überlegt hat, die beiden mitzunehmen. Und da war die Brücke noch, wir wohnen direkt an der Brücke, die auch leider zerstört ist. Und dann habe ich meine Gäste geweckt. Wir sind dann Richtung Finanzamt gefahren und sind zurück, weil seine Frau noch da war und ich nicht wusste, wo mein Mann ist. Und als wir zurückkamen, war das Wasser schon bis zu den Hüften. Und 2 Minuten später war es schon bis zur Brust. Wie durch ein Wunder hat sich die Frau unseres Gastes, also unsere Gästin, hat sich gerettet. Wirklich, die kam bis hierhin mit dem Wasser. Haben die uns Haus rum und unser Gast ist, wir sind Hand in Hand gegangen, er hat sich schwer verletzt am Knie, als wir gegen die A liefen quasi, also nach Hause gingen und schon die Wassermassen so hoch waren, ist er mir aus der Hand geglitten, ich habe ihn dann noch irgendwie gehalten, ich habe ihn gerettet. Dann sind wir über den Zaun geklettert, um noch irgendwie an unser Hauseingang zu kommen und dann kam noch ein Mensch, der bei uns in der Nähe wohnt, der ist angetrieben und den habe ich dann auch gerettet, weil er schon unter Wasser war. Mein Mann war die ganze Nacht weg, ist das Gleiche passiert, der ist also auch mitgerissen worden. Wie durch ein Wunder, weil ein Auto neben ihm schwamm, herrenlos ist er nach oben getrieben worden und konnte sich dann retten und ist dann am nächsten Tag erst, ich hatte keinen Kontakt, es war Horror, wir sind nicht gewarnt worden und ich kreide das ganz stark an. Ich sag Ihnen, ich habe mitbekommen, dass ich wusste, dass die Menschen, die da unten, die alten Menschen, dass mindestens einer ertrinkt. Das hätte alles verhindert werden können, wenn wir nur in die Weinberge hätten laufen können, wenn wir nicht wieder zurückgegangen wären. Das heißt, Nina und andere Institutionen haben versagt. Aus meiner Sicht ja. Es gibt Leute, die hier in der Stadt sind, die sagen, wir wurden gewarnt, aber bei uns direkt an der A nicht. Also ich habe nichts gehört und war den ganzen Spätnachmittagabend da, ja.